Ja, moin moin. Heinrich ist gerade vertieft. Hier ist daher die Mathilde. Heinrich redet anscheinend nicht mit euch. Wir sind... Doch, doch, moin moin. Wir sind jetzt in unserer neuen Basis zurück. Uns fehlt natürlich noch Dämonenblut. Wir brauchen aber ein paar tatkräftige Kämpfer, damit wir die Drachen auch vernünftig abschlachten können. Das werden wir heute so ein bisschen tun. Tussi ist natürlich auch hier. Sehr schön. Unser erstes Hottehü ist fertig und das stelle ich jetzt einfach mal auf. Ich bin eine Stufe aufgestiegen. Und da das jetzt... mein Hottehü ist, benenne ich das auch. Das erste, das ich damals reingetan. Ups. Ja, Scheiß dann Pferd. Benenn du es. Los, benenn es. Hör nein, auf, das nein. Pferd zu treten. Hörst du auf, das Pferd zu treten? Ich wollte mich nur ducken. Das war das Problem. Jetzt weiß ich wieder, wie ducken funktioniert. Willst du das Pferd haben oder nicht? Nee, nimm du. Oh, das ist ein männliches Pferd. Das sehe ich auch schon, ja. Dann ist es eher eine Plötze als eine Epona. Egal. Doch, da hat jemand seinen Träger nicht entladen. Epona. Ich freue mich schon drauf, wenn du einen Sattel hast und dich auf dir reiten kann. Übrigens, deinen Hottehü habe ich auch schon in den Pferch gepackt. Vielen Dank. Ja, so bin ich. Ich entleere mal deinen Träger. Mach mal. Oh, der hat ja auch noch einen Knüppel. Und ganz viele Äste. Mhm. Das kannst du ja nehmen. Ah, ich muss hier endlich mal einen Tempel bauen. Ja, wer muss das nicht? Wir müssen so vieles bauen. Wir kommen ja gar nicht mit der Herz. Ich habe immerhin schon mal einen Dings gebaut. Dings eben. Ja, ein Dings, ja. Wer hat nicht schon mal ein Dings gebaut? Pflanzen. Nee, da draußen hat auch schon alle Dings gebaut. Hier ein Trog dafür. Zeug. Ein Trog für Zeug. Komposthaufen, jetzt habe ich's. Ah, ein Komposthaufen. Ach so, nicht für jedes Zeug, also. Tüdelü. So, wo wollen wir Sklaven jagen? Wieder in der Stadt hier, oder? Ja, wir brauchen ja irgendwelche netten Kämpferchen, ne? Oh, warte mal. Was denn? Nette Kämpfer. Ich wollte mal ein bisschen Voodoo machen. Dafür braucht. Nee, du wirst unsere alchemistische Grundsubstanz dafür bitte noch nicht verbraten. Außerdem brauchen wir. Ach nee, das ist bei der stabilen Belebung. Aber du brauchst verderbte Knochen. Ach, das ist das ja normale Knochen. Das ist natürlich schade. Und für verderbte Knochen brauchst du Knochen und Pulver der Verderbnis. Wir müssen aber noch Pulver der Verderbnis haben. Nee, dann komm. 48 haben wir noch. Ja? Mhm. Ach komm, lass. Wir holen uns noch Esslagen. Keine Verderbten. Und ja, ich habe eine neue Axt gebaut und die ist leider keine Zweihand-Axt. Aber vielleicht ist das dann was für mich. Habe ich jetzt auch so ein schwulen Schild. Ey, ich nehme dir den Schild gleich weg. Hörst du mal auf, so rumzuzicken? Ich muss doch erstmal gucken, wie ich den verteidige. Ich wusste es doch nicht mehr. Ich dachte, du hast gerade wieder nach mir geschlagen. Nein, ich dachte, Rechtsklick wäre vielleicht, ich stecke mal die Waffe weg. Jetzt fühlen sich hier gleich wieder Leute beleidigt. Das sind hier alles Kackkämpfer. Das sind Bogenschützen. Das weiß ich jetzt schon. Ja, Bogenschützen. Vielleicht, aber nicht jetzt. Wir brauchen erstmal übelste Nahkampf-Motherfucker. Das war ja. Nee, das sind Schmiede. Handwerker. Hier, wer steht denn da am Wasser? Kämpfer zwang. Oh, kann interagieren. Mit dem Typen? Hier stand gerade irgendwie eh zu interagieren. Ach so, wahrscheinlich mit meinem eigenen Kämpfer. Aha.
Hier ist ein Kämpfer 3 direkt in der Taverne. Aber da stehen irgendwie 10 Leute gefühlt drumherum. Dann ist ja Dolly Buster und ein Kämpfer Nummer 3. Oh, Conan. Ob wir den unter. Nee, gegen den möchte ich nicht. Er macht uns fertig. Ich glaube auch. Zweierbogenschütze. Jetzt sollten wir mal in ein Lager gehen. Hm. Also, einen Kämpfer haben wir schon irgendwo Besseres gesehen, finde ich. Aber es ist ja auch immer von der vom Volk, dem die angehören, abhängig. Manche sind da besser als andere. So, ich glaube, hier waren wieder irgendwelche Prügler. Ja, die können wir ja leider nicht mehr unterjochen. Ja, hier sind Prügler und tschüss. Ich möchte nämlich nicht prügeln. Nein, nein, nein. Also, ich möchte mich schon prügeln, aber... Ey, du hast sie angelockt. Jetzt wollen die mich prügeln. Ja, Geister. Oh, du willst kämpfen? Konnte man ja nicht, ne? Du kannst nur töten, du kannst nur aufschlitzen. Oh, der macht Granaten, oder? Brandgranaten, nicht gut. Aua. Krieger meine ich. Wahrscheinlich, weil das die einzige Waffe ist. Oh, ist ja dunkel. Och, was kämpft ihr denn da schon wieder rum? Ah, war aber jetzt wahrscheinlich auch umgeprügelt. Na, der Axt haut gut rein. Ja? Ich glaube ja. Ich stecke mal die Waffen jetzt weg hier. Ey, dein Träger. Das ist Agro-Träger. Total. Vom Herrn. Oh, seht Kämpfer. Ich renne jetzt weg. Ja, so. Ich auch. Dein ich renn jetzt hier. Typ ist mir zu aggressiv. Ja, das ist voll der Agro. Diana, Bogenschütze 2. Wo rennst du denn hin? Ich laufe gerade einfach nur geradeaus. Wo bist du? Geradeaus ist eine gute Ortsangabe. Ich bin rausgerannt. Und die Seetkämpfer verfolgen mich. Hm. Dann renne ich mal nach Hause. Ja, da bin ich ja auch gerade sozusagen. Also ich bin jetzt einmal ganz blöd im Kreis gelaufen. Hm. Müssen wir gleich Brainstorming machen? Weil es gab doch hier irgendwo auch andere Stämme oder andere Kämpfer, die cool waren. Also bestimmt in der Sklavenarena im Zweifelsfall. Heim, du? Bist schon drin, oder? Ja, ich bin da jetzt oben den Hügel lang gelaufen. Gehe jetzt in einen anderen Teil der Stadt. Oh, was findet man hier so? Oh, was bist du denn für ein Hampelmann? Schmied. Bogenschütze 2. Bogenschütze 3. Der Träger hat keinen Knüppel, sehe ich gerade. Wo ist dein Knüppel, du Sack? So, hier ist die Arena. Koch Nummer 3. Ja, in der Arena findest du Zucht meist. Ja, Kämpfer. So, hier, ihr seht so aus. Ihr habt da wen abgeknallt.
Bogenschütze 3, Bogenschütze 3, Bogenschütze 3, Bogenschütze 1. Achso, und der 1er erzählt den 3ern was. Na, das ist ja super. Ah, hier sind die Händler. Schmelzer, Kämpfer, Tänzer. Da waren Geister. Geisterhändler. Oh, verdammter Mistkerl. Achso, Dünntagebuch Nummer 2. Verdammter Mistkerl. Der Häuptling hat einen ärgerlich starken Willen. Er weigert sich einfach zu sterben. Noch schlimmer ist, dass Chamiel anscheinend bei den Lagerwachen mit unserer Bettakrobatik geprahlt hat, trotz meiner Bitte, unsere Treffen geheim zu halten. Die Lage könnte gefährlich werden, vor allem wenn der Häuptling sich erholt und von den Gerüchten erfährt. Möglicherweise muss ich diesen Ort überstürzt verlassen, vielleicht nach Süden, an den Mauern vorbei und Richtung Flussbett. Okay. Suchtmeister, Geselle. Gefangener Kämpfer. Kämpfer 2. Ah, Kämpfer 3, hallo. Kämpfer 3, hallo. Dann würde ich mal auf die Schwarten. Bei der Arme. Oh, jetzt wartest du mal auf mich. Das ist so cool. Ja, jetzt warte. Ja, ich habe ja schon mal ein bisschen erkundet. Ja. Mehr guten Platz zum Schießen. Den kriegst du auch bestimmt alleine. Naja, da das mehr als zwei sind. Deswegen will ich ja versuchen, die so ein bisschen rauszuziehen, weißt du. Und wo bist du? Ich bin bei der Arena auf dem Hügel. Genau, da auf der anderen Seite direkt. Einmal dran vorbeilaufen sozusagen. Soll ich nochmal Licht anmachen? Hey. Genau, da einmal vorbei. Ja. Ach, da hinten. Ja, ich habe mal den besten Bogen, der noch in der Truhe war, mitgenommen, der fast kaputt ist. Und die letzten so, stumpfen Pfeile, die waren. Von den drei Typen, die da stehen, ist der linke und der mittlere ist Stufe 3 Kämpfer. Der linke? Genau, auf wen wollen wir zuerst schießen? Los. Die stirbt doch gar nicht hier. Oh, runtergefallen. Aua, aua, Hilfe, aua. Aua, ich hab keine Zeit. Ich krieg auch, meine ich blute. Ja, ich würde gerne was essen. So, besser. So, die eine nervige Tussi ist tot, aber ich krieg trotzdem weiterhin Schaden. Ach ja, Aloe Vera Trank habe ich vergessen wieder. So.
Also der eine Dreierkämpfer ist auch platt. Und ich würde mich auf... Warte mal. Tussi, hast du nicht... Oh! Ja! Gut, meine Tussi ist auch geschützt. Ich weiß nicht, wie es mit deinem Träger aussieht, ob der eine Maske hat. Nö. Dann... Aber der heilt sich. Okay. So, ja, du meintest, du hast noch irgendwo... Warte, hier ist noch ein... Hier ist ja, noch ein Dreierkämpfer. Super. Ja. Kann jeder einen Dreierkämpfer nehmen. Wo ist mein Seil jetzt auf einmal hin? Nee, ich kann keinen mitnehmen. Gut, dann kommen wir hier nochmal her. Oh, was ist der beste Weg nach Hause? Ich hasse es mit dem Sandsturm, da bin ich immer so orientierungslos. Brauchen ja eh vier, ne? Voll falsch gelaufen, natürlich. Gab's da auch T3 Bogenschützen? Ja. Dann nehmen wir da gibt es mehrere Bogenschützen. Also Bogenschützen mit. Tatsächlich mehr als Kämpfer. Bitteschön. So. Lädt. So, next. Wo hat man den denn niedergeknüppelt? Bei der Arena. Ja, aha. Denkst du, wo ich gerade bin? Bei der Arena. Auf dem Hügel. Ja. Ich glaube auch hier hinter irgendwo. So orientierungslos in dieser Stadt. Das sieht irgendwie alles gleich aus. Ich verlaufe mich hier immer. Ah, da ist sie. So, ich bin auch da. Da liegt er auch. Ne, das ist Kämpfer 2 tot. Ich habe ihn schon mitgenommen, bin schon wieder auf dem Heimweg. Ach so, okay.
ich mal noch einen Dreierbogenschützen. Ihr seid alle nett. Gefangener Kämpfer, gefangener Kämpfer. Alter, um die Arena müssen noch welche gewesen sein, oder? Kämpfer 1, Kämpfer 1, gefangener Kämpfer, Zuchtmeister Geselle. Also in der Arena ist kein Dreierbogenschütze, aber hier gab es auf jeden Fall Dreierbogenschütze. Ach, ja klar, hier, da die da am Schießstand stehen, direkt gegenüber der Arena. Genau. Was sind hier für welche hier? Stygischer, Zingaranischer und Stygischer. Oh. Stimmt, hier ist ja ein Krieger. Oh, Aber der ist hier inmitten von Leuten. Okay. Zu viel zum Abschlachten. Achso, du bist nicht Mathilde, ups. Ach, die sind ja gerade nicht freundlich. Ich hab mich, ich bin gerade einen falschen Weg gegangen. Ich wollte nur kurz gucken, was das für ein Heini ist. Bin ja schon weg. Die Händler. Ich glaube, ich sehe dich. Also, beziehungsweise ich habe den Träger gesehen. Hallo, ich bin auf dem Haus hinter dem. Ich höre nach Kampfmusik. Habe ich noch einen mitgebracht? Nee, ne? Die Bogenschützen drei. Das sind alles Dreierbogenschützen. Alles? Oh. Ja. Außer der Typ, der redet. Der ist eine. Und der hier steht in meiner Rüstung. E-Man. So, meine letzten Fight. Nehmen wir den in der Mitte? Den einzigen Zingaraner. Okay. Dann 3, 2, 1, Feuer. Richtig. Und die haben es alle auf mich abgesehen, möchte ich an der Stelle bald sagen. Nahkampf. Genau. Die, die nicht Nahkampf ist, krepiert gerade. Leute, macht doch mal was. Warum macht denn deine Sklave nix da? Die haut... Keine Ahnung, was weiß ich, weil ich gerade weggelaufen bin, weil ich sonst krepiere und gerade nichts machen kann, weil alle auf mich schießen und ich nichts essen kann. Oh. Außer macht ihr doch was. Naja. Ich würde gern was essen, sonst bin ich gleich im Arsch. Komm da, soll... Ich sehe ja alle aus. Jetzt haben wir gleich die große Auswahl an Bogenschützen. Das ist ein richtig guter Kämpfer. So, dann würde ich sagen, nehmen wir einen Zingaranischen und... einen Stygischen. Den Zingaranischen schon und bin weg. Träger! Das ist dein Träger. Der ja, läuft er wollte rückwärts. Der macht den Moonwalk. Der wollte gerade nur weiter da Leute killen. Und da umhauen. Dein Träger macht den Moonwalk. Was bist du denn für einer hier, der so rumläuft? Schmied? Schmied. So, Abkürzung.
Tut. Ach ja, du kannst ja dann so ein Sattler-Dings bauen und ein Sattel. Ja, können wir gucken, was wir dafür brauchen. Yay! Haben wir noch genug Tränke für Aloe Vera-Tränke? Aloe-Tränke haben wir noch welche da auf jeden Fall und. Wie? Kein Platz mehr in Werkstatt. Oh, wir müssen erstmal ein paar rausnehmen. Eine Kiste hier für Sklaven? Nee, wir haben nur eine Kiste für Pferde. Ja, die war außerhalb, die Kiste, nee, für Pferde. Ja, ne? Den Pferdetrog haben wir. Ach nee, stimmt. Ja, aber der ist ja direkt vor der Tür hier. Der ist doch direkt hier. Soll ich da auch nichts Mitarbeiter reinpacken? Ja, pack doch mal die Mitarbeiter. Aber nicht, dass ein fremder Sklave quasi die freilässt. Ach, packst du da ruhig rein. Sonst baue ich demnächst mal. Ich baue mal eine Sklaventruhe. Mal bis jetzt habe ich den Packs da rein und gut ist. Ach Herr Tussi, gib mal deine Keule her. So. So. Gut. Dann. Was wollte ich machen? Denk. Pflanztröge wollte ich mal bauen. Genau. Ja. Haben ja ein paar Leute zu beerdigen. Nein, Pflanztrug meine ich jetzt, um was heranzuziehen. Aber ich kann natürlich auch. Blumendinger bauen. Warte, da muss ich, brauche ich aber Samen für. Blinderbrigade. Was haben wir denn? Die sieht doch cool aus. Ich habe schon so eine dunkle Vorahnung, was jetzt den Sattel betrifft. Wieso sind hier Sandsteinrahmen und so drin? Das ist meine Ablagekiste. Das ist eine Werkbank. Da war ja kaum was drin, darum habe ich die auch zur Ablage. Das sind alles meine Bauutensilien. Sag mir lieber, wo ich Sattel baue. Moment, gucken wir mal unter Talente. Forscht, das war unter Rüstung. Werkbank des Sattlers, das hat sich doch schon geklärt. Neue Werkbank bauen, da ist er auch schon. Holz und bereitet in meinen Baukram hier. Was ist der Zwirn denn? Werkbank eines Zimmermanns. Ich mache jetzt mal eine Truhe, Heinrichs Ablagetruhe. Ja, und danke. Auch eine Mathildes Ablagetruhe. Es ist halt so, wenn man was baut oder so und noch was übrig bleibt, dann macht man das nächste Mal weiter. So, 50 Leder. Ich kann auch noch mal eine Demontagewerkbank bauen. Oh ja, das wollte ich auch schon seit längerem machen. Also ich hab's schon gelernt, aber du brauchst irgendwie 100 Lehm, ja, 100 Ries, 100 Döner. Jetzt nur, passt das alles noch ins EG? Boah, gucken wir mal. Wir brauchen so, langsam die rechte ist deiner.
So, was meintest du gerade? Ich habe nicht zugehört. Ja, ich weiß, dass du mir nie zuhörst. Darum habe ich es auch schon vergessen. Ja, weil ich was geschrieben habe. Irgendwie, wir brauchen... Ah, hier, irgendwas. Da passt noch was hin. Hier, Sattler. Geh mal aus dem Weg da, kleine Mathilde. Da, die rechte davon ist übrigens deine Ablagetruhe. Achso, rechts, naja. Genau, ich wollte das mit der Truhe sagen, aber egal. So. Wir haben noch genug Platz. Was brauchen wir dafür? Verdammt, Leder. Verstärktes Stahlbar. Möchtest du einen leichten Schlachtrosssattel oder einen schweren oder mittleren Schlachtrosssattel? Oder Unterschied ist, kann ich dir da nicht sagen. Ich habe keine Ahnung, was wir brauchen, was du brauchst. Ich weiß nur, der Leichte, der braucht Leder und wir haben keins mehr. Und der andere braucht verstärktes Leder. Natürlich haben wir noch Leder. Schau doch mal in der Gaberei nach. Da denkst du, wo ich gerade war. Ich habe da doch gerade erst Leder in Auftrag gegeben. Ja? Ja. Ansonsten guck mal in irgendwelcher, keine Ahnung. Ah. Guck mal in irgendwelche, keine Ahnung. Nee, keine drin. Aber ich nehme das Verstärkte, den damit. Dann gibt's halt mittelschwere. So, wo wollen wir denn unseren Garten der Gefallenen machen? Oh, wie wär's? Ich habe eine gute Idee. Hier an der Wand. An welcher Wand? Dreh dich mal um. Halt, nein, 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 zurück. Hier so. Achso, ja, hier wollte ich noch, Hier kommt noch ein Stück Ziegelmauer lang, also diese Linie. Ist okay, ich dachte hier so an der Außenwand des Hauses lang. Ja, kannst du machen. Und dann hier an der Mauer. Baue ich demnächst vielleicht mal die Mauer fertig hier. So, drei Pflanzen haben wir schon mal. Super. Zeug, das man eigentlich nicht braucht, aber trotzdem immer cool ist. So, was haben wir noch? Tränke wollte ich noch ablegen. Wir haben festgestellt, wir brauchen mal wieder verstärktes Holz, ne? Also gerichtetes Holz. Dann gehe ich, glaube ich, mal Holz sammeln. Ah, ich glaube, das ist eine gute Idee. Holz kann man immer gut gebrauchen. Ja. Und wir brauchen Fell, 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 Fell. Fell, Fell, Fell. Dann, ich habe das Abhäutermesser mit, ich bin eh unten am See. Wenn du was findest, töte was. Ich bin eh unten am See, dann kann ich ein paar Dings töten hier. Steinnasen. Steinnasen-Dingsbums, genau. Hier die Schieferrücken. Nehme ich mal Akela mit. Akela kann mehr tragen. Verdammt. Oh, und ich sollte was trinken. Geformtes Holz haben wir auch nicht. Shit.
Ein bisschen ist noch in der Schmiede. Und ich hole jetzt geformtes Holz. Also, erstmal Holz und das forme ich dann. Fundamente. Okay. Stimmt, wir haben uns schon lange nicht mehr ums Holz gekümmert. Ja, wir haben uns um einiges nicht mehr gekümmert. Eigentlich könnten wir schon wieder 10 Folgen nur mit Bauen machen. Schlimm. Also ich baue ziemlich gerne. Ja, ich auch. Deswegen habe ich auch kein Problem damit, auf dem PvE-Server zu spielen, weil es mir tatsächlich mehr aufs Bauen als aufs Kämpfen ankommt. Ich habe so die gesunde Mischung, aber ich muss jetzt, ich habe nicht so den Drang, das Eigentum von Leuten kaputt zu machen. Das finde ich immer doof, das fand ich irgendwie hier bei... Welches Zombie-Spiel war denn das nochmal? H1Z1. Genau. Da hast du alles übel zusammengekämpft und dann kommt irgendein Hirni und macht alles kaputt. Obwohl das Spiel echt Spaß gemacht hat. Ja, aber nicht. Nur noch 2. So, wenn man nett zueinander wäre. Nicht in dieser Welt. Hatte man gerade mal ein Auto irgendwie zusammen und dann wurde es einem geklaut. Aber so schlimm wie die Community von DayZ ist, sind sie nicht gewesen. Weil DayZ, die sind ja nur am Töten, gefangen nehmen. Ach hier, ich habe dich gefangen genommen. Trink mal Waschpulver oder sowas. So. Das stimmt, DayZ war da noch mal ein bisschen härter. Ja. War auch irgendwo cool, aber... Ja, es hat auch Spaß gemacht, aber es war irgendwie so, ich suche mir meine Ausrüstung, jetzt traue ich mich endlich mal irgendwo hinzugehen, wo es ein bisschen schwieriger ist. Bumm, tot. Kopfschuss. Ja. Oder eine Gruppe von irgendwelchen Idioten kommt, ja, wir wollen Frieden und Freude und dann wollen sie sich doch eigentlich nur töten. Ihr könnt ruhig rauskommen, wir schießen. Ich gehe so kurz vor die Tür, natürlich schießen die. Ja. Weißt du noch, als wir da in diesem Turm waren, quasi, wo ich gesagt habe, ja, wenn wir rausgehen, die schießen auf uns. Und dann machen wir nur die Tür auf, fängt schon einer an zu schießen, hat uns nicht getroffen, wir machen die Tür wieder zu. Und dann so, ja, das war aus Versehen, Entschuldigung. Ja, klar, aus Versehen. So, ich gehe jetzt mal Steine und Holz sammeln. Holz mache ich gerade so ein bisschen. Ja, ich brauche nicht so viel, ich will ja nur... so 26 Holzfundamente machen, Sandsteinfundamente, dann ist ja die Mauer fertig, okay. Dann kannst du deine Pflanzendinger da besser anbauen, kannst du auch direkt an der Mauer anbauen. Ich mache hier Holz und heute. Gerade heute haben wir, glaube ich, stark vernachlässigt. Ja, heute auf jeden Fall. Weil wir davon auch irgendwann so viel hatten, dass wir uns damit totwerfen konnten. Ähnlich wie beim Kristall. Ja, aber Kristall haben wir immer noch irgendwo einmal 500. Ja, wir haben irgendwo ganz, ganz viel Kristall. Ja, wir haben sie ein bisschen zentralisiert. Deswegen hatte ich ja auch in der einen Folge gesagt, oder du, keine Ahnung, wer von uns das war, dass Kristalle nicht so wichtig sind. Natürlich sind Kristalle wichtig, man kann da viele schöne Sachen draus machen, aber da wir momentan so viel davon haben... Ja, in der einen Höhle, wo wir dann waren,
Meinte ich ja, da brauchen wir ja keine sammeln. Ja. Weil wenn wir davon keine hätten, dann hätte man sich hinstellen können und dann erstmal da in der ganzen Höhle die ganzen Steine wegsammeln. Waren einfach Kristalle. Andere Sachen hatten da Priorität. So, das war das Wort, das ich gesucht habe. Aber eigentlich ist in dem Spiel kannst du ja eigentlich alles gebrauchen. Du brauchst eigentlich nichts wegwerfen. Außer vielleicht so Käfer oder vergammeltes Fleisch. Käfer kann man also auch gut nutzen, die sind nämlich Fischfutter. Boah, Fisch hat sich ja echt... Nee, der Fisch ist Mist. Aus Fisch kann man Öl gewinnen. Ja, aber zum Essen sind die scheiße. Aber man kriegt Öl raus. Also die ein, zwei gebratenen Fischteile, die ich da hatte, da kann ich ja mir gleich Käfer reinhauen. Haben mich jetzt nicht so überzeugt. Da ist ein Steak einfach besser. Aber vielleicht als fertiges Gericht könnten sie vielleicht geil sein. Das weiß ich nicht. Die Fischis. Hm. Vielleicht mit Kartoffelbrei oder so. Potatoes. Ja, Potatoes. Irgendwie sowas. Mash them, boil them, put them in a stew. Sorry. So, da ist ein Kaninchen. Na, weißt du, was du zu tun hast, ne? Häuten. Ach, gibt noch ein Tierhaut. Noch ein Kaninchen. Ja. Soweit dazu. Joa. Ich würde mal sagen, wir machen auch langsam mal einen Break. Ja. Wir werden hier noch ein bisschen ernten. Vielleicht wagen wir uns nächstes Mal wieder irgendwo, wo wir ein bisschen kämpfen müssen, wenn dann unsere neuen Sklaven fertig sind. Ja. Ansonsten, die es noch nicht getan haben, lasst mal ein Abo da oder ein Like. Und Like kann natürlich jeder da lassen. Ein Like kann natürlich jeder da lassen, der es noch nicht getan hat. Oder die es noch nicht getan hat. Genau. Genau. Ansonsten, haut rein, bis zum nächsten Mal. Tschüss. Ciao.